herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Max. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Deutsch lernen mit Max. Ich bin Max aus Deutschland und ich helfe dir dabei, besser Deutsch zu sprechen. Bei mir lernst du echtes Deutsch. Das heißt, du lernst so zu sprechen, wie die Deutschen im Alltag sprechen. Ach so, und den Text zum Mitlesen gibt's wie immer direkt unter diesem Video. Und heute möchte ich dir 3 Fakten über Berlin verraten. Also 3 Dinge, die typisch für Berlin sind. Und du weißt ja, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, also das Zentrum sozusagen. Jeder will nach Berlin. Berlin ist eine richtige Trendstadt. Man kennt Berlin weltweit, also überall auf der Welt. Und heute verrate ich dir 3 Dinge über Berlin. Fakt Nummer 1. In Berlin bekommst du nur schwer eine Wohnung. Oh ja, das Thema Wohnungen in Berlin ist echt schwierig. Die Mieten in Berlin sind richtig angestiegen. Mittlerweile bezahlst du sogar für nur ein einzelnes Zimmer in einer WG 500 oder 600 Euro. Für diesen Preis kannst du in einer anderen deutschen Stadt schon eine ganze Wohnung mit 3 Zimmern und einem Balkon mieten. Aber in Berlin sind solche hohen Preise normal, denn jeder will nach Berlin. Und deshalb gibt es auch viele Menschen, die diese Preise bezahlen würden. Und dann ist überhaupt auch noch die Frage, ob du die Wohnung bekommst. Denn bei einer Wohnungsbesichtigung kommen so extrem viele Menschen, dass die Chance nur sehr gering ist, eine Wohnung zu bekommen. Ich weiß noch, bei meiner ersten Wohnung waren 80 Leute bei der Besichtigung. 80 Leute! Und hier oben verlinke ich dir auch mal ein Video speziell zu dem Thema eine Wohnung mieten in Deutschland. Fakt Nummer 2. Berlin ist das Späti-Paradies. Kennst du den Späti? Der Späti oder auch Spätkauf ist ein kleines Geschäft, in dem du Getränke, Süßigkeiten und Zigaretten kaufen kannst. Und das Coole am Späti ist, dass er sehr oft 24 Stunden geöffnet hat. Also du kannst mitten in der Nacht in Berlin zum Späti gehen und dir ein kühles Bier kaufen. Es gibt wirklich hunderte Spätis in Berlin und überall kannst du dir was Leckeres zu essen kaufen. Fakt Nummer 3. In Berlin musst du einen Döner essen gehen. Der Döner ist eine Berliner Erfindung. Brot mit Soße, Fleisch und Salat. Ein Döner, köstlich. Und in Berlin gibt es hunderte davon. Es gibt richtig, richtig leckere Döner in Berlin. Am besten, du nimmst dir mal einen Tag Zeit und gehst auf die Suche nach dem leckersten Berliner Döner. Es gibt einige sehr, sehr köstliche Döner-Kebabs. Fakt Nummer 4. Die BVG ist das Herz Berlins. BVG bedeutet Berliner Verkehrsbetriebe. Und zur BVG gehören die Busse,
die S-Bahn und die U-Bahn. Das sind die drei wichtigsten öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin. Wenn du irgendwo hinfahren möchtest in Berlin, dann benutz am besten die BVG. Du kommst wirklich überall hin mit der BVG. Und du hast dabei sogar einen richtig guten Ausblick. Denn zum Beispiel die Berliner S-Bahn fährt an wunderschönen Orten vorbei und du bekommst einen tollen Eindruck von Berlin. Fakt Nummer 5. Berlin ist kreativ. Ich glaube, es gibt in Berlin nichts, was es nicht gibt. Also, es gibt alles in Berlin. Du siehst Menschen, die mitten auf dem Alexanderplatz ein riesen Gemälde mit Kreide auf dem Boden malen. Du siehst in der S-Bahn Künstler, die spontan eine Tanzchoreografie vorführen oder Freestyle-Rap machen. Und du siehst Menschen, die auf Surfbrettern stehen und über die Spree paddeln. Also du siehst, es lohnt sich auf jeden Fall, mindestens einmal im Leben eine Reise nach Berlin zu machen. Du wirst erstaunt sein von der Vielfalt in Berlin. Es gibt nämlich so viele verschiedene Dinge zu entdecken und Sachen, die du ausprobieren kannst, dass du am besten gleich mehrere Wochen in Berlin bleibst. Und jetzt interessiert mich natürlich, warst du auch schon mal in Berlin? Oder möchtest du unbedingt mal nach Berlin? Was findest du toll an der Hauptstadt? Schreib einen Kommentar unter dieses Video. Am besten auch gleich auf Deutsch. So kannst du super dein Deutsch trainieren. Und wenn du noch besser Deutsch sprechen möchtest, dann hol dir jetzt mein kostenloses Videotraining. Ein Link zum Gratiskurs findest du direkt unter diesem Video. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Deutschlernen. Und noch ein kleiner Tipp am Schluss. Gib niemals auf. Du schaffst das. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir jetzt einen Daumen nach oben und abonniere den Channel für noch mehr Videos zum Deutschlernen. Wir sehen uns nächste Woche wieder und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Bis dann, dein Max. Ciao.